Also, ich heiße Daniel, ich spiele Schlagzeug und oben ohne ist gut. Ja, das macht er gerne. Hi, ich bin Tobi und ich singe und spiele Gitarre bei Le Purple Hammer. Ja, hallo, ich bin der Tobias und ich spiele bei Le Purple Hammer den Bass und werde dazu genötigt, im Hintergrund immer noch ein bisschen mitzusingen. Ja, der Name Le Purple Hammer hat
ein bisschen eine Geschichte. Und zwar hatte ich einmal eine Band vor einigen Jahren, die hieß Mother Dog and the Purple Hammer. Fand ich aber dieses Purple Hammer Ding immer so ein bisschen diese Kontroverse, fand ich ganz gut. Diese softe Farbe Purple und dann der Hammer. Ja, pow. Punk ist schon tatsächlich irgendwie so eine Basis, die ich immer in allen meinen Bands immer mit drin hatte, weil mich das irgendwie früh geprägt hat. Und was ich beim Punkrock halt geil finde, ist halt einfach diese Härte und Roughness, diese rohe Mentalität auch, diese Ehrlichkeit, die Themen natürlich, Sozialkritik. Ja, also meistens läuft es eigentlich so, dass der Herr hier in der Mitte, der Tobi, viele Sachen einfach mal mitbringt oder irgendwie mal sein Gehirn entleert und wir dann lustige Aufnahmen bekommen. Also meistens bekommst du dann irgendwie eine Nachricht und dann ist schon wieder irgendwie mal was auf deinem Handy da und da macht man sich erstmal Gedanken drum. Was meint er jetzt damit? Wo will er hin? Und dann treffen wir uns einfach zur Probe und dann entwickelt sich das da meistens. Und die Texte sind halt eigentlich vom Tobi halt, also eigentlich schreibt er die ganzen Lyrics und in der Probe entwickelt sich das dann halt über die Zeit. Und dann kommen mal wieder neue Ideen dazu, es wird was Neues entworfen oder jemand anders bringt dann noch was mit. Und so entsteht dann halt so das Songwriting oder halt dann die einzelnen Songs. Also ich mag es sehr, dynamische Reichweite auszuprobieren. Also ich bin ja auch in meiner Vergangenheit in einer Akustik-Rock-Band gewesen und habe daher auch viel Cajon dann mitgebracht nach Heilbronn. Nur wir haben uns dann halt für diesen Akustik-Gig entschieden, das ein bisschen mehr Richtung Punk zu machen, dass wir dann dieses kleine Drumset da aufstellen. Aber das war dann auch eine gute Wahl, denke ich, um halt die Energie des Punks, aber trotzdem im akustischen Flair dann so zu vermixen. Dann noch mit den Rodsticks und das hat ganz gut gepasst. Und ja, es ist, für mich ist das, was am meisten Spaß gemacht hat mit dieser Band bis jetzt, dass wir halt universell halt fähig sind, halt unsere Musik zu präsentieren. Wir sind nicht so in einem Genre drin, dass
man uns quasi so eine Kiste stecken könnte, sag ich mal. Und das macht mir sehr viel Spaß mit der Band. Man hat sehr viel Freiraum, dynamisch, experimentell, rhythmisch und das ist gut. Hausmeister, Mausheister. So spät den Gang entlang. Er ist auch nachts noch voll Tatendrang. Er hat auch nachts noch Todesmut. Er braust sich des Nachts auch an Atemnot. Köln war eine ganz besondere Erfahrung auf jeden Fall. Das war sehr spontan. Damals haben wir in einer anderen Besetzung gespielt. Da war noch die Laura am Schlagzeug und der Tepe aus dem Togo hatten wir an den Kongas und ein bisschen Percussion so. Der kam relativ frisch zu uns. Mit dem Tobias zusammen auch. Ja. Das war relativ frisch, 2017, glaube ich. Anfang 2017 und dann war Tepe, genau. Tepe war eigentlich so der Ursprung, warum wir überhaupt nach Köln gekommen sind. Und zwar Tepe, super Typ, Shoutout an Tepe, wirklich geiler Conga-Spieler auch, macht das professionell schon seit Ewigkeiten. Und der hat auf jeden Fall, sein Vater ist Voodoo-Priester gewesen, hohes Tier im Togo und der ist leider verstorben. Und für die ganze togolesische Gemeinde in Deutschland, Belgien, Frankreich und so weiter, gab es dann eben ein Voodoo-Fest, ihm zu Ehren, in Köln, in der Kolbhalle. Da ist eine große afrikanische Community und da gibt es auch so eine Ausstellung mit über Voodoo. Wirklich fantastisch dort, es ist wirklich sehr geil, sehr beeindruckend, die ganze Location dort und die Leute dort. Auf jeden Fall sind wir halt dann mit Tepe dorthin gefahren nach Köln und durften dann dort spielen in der Kolbhalle für die afrikanische Community und haben dann eben das ganze Tohuwabohu, also diese ganze Voodoo-Zeremonien dann auch mitbekommen. Die haben ein bisschen Show gemacht mit Tänzen und allem drum und dran. Das war wirklich arschgeil. Also das war eine Hammer-Erfahrung, aber auch so, wie wir dort aufgenommen worden von den Leuten und auch wie dann das Ganze technisch auf die Bühne umgesetzt wurde. Das war alles so ein bisschen frei improvisiert und aber trotzdem auch wirklich
eine geile Erfahrung dort. Sehr bunt alles. So mögen wir es bunt, auf jeden Fall. Also was mich an Heilbronn beeindruckt, ist so die Live-Musikszene hier, dass es hier auch sehr viele Bands gibt, die ihren eigenen Schuh machen. Also jetzt nicht, es gibt irgendwie so überall so diese Cover-Szenen und so, die auf irgendwelchen Dorf- oder Stadtfesten spielen und sowas. Und hier in Heilbronn ist eine sehr kreative Musikerszene auch, die auch ihr eigenes Ding machen und versuchen, ihren eigenen Stil zu finden. Und das begeistert mich an Heilbronn. Also, dass es hier wirklich so eine Musikerszene gibt, die halt auch sagen, okay, wir machen unser eigenes Ding und versuchen, einen eigenen Sound zu finden. Und die beeinflussen sich teilweise auch gegenseitig. Und hier gibt es ja auch dieses Viel und Draußen Festival. Mache ich jetzt auch mal kurz Reklame hierfür, weil das die Leute auch ziemlich gut drauf sind und Respekt, was die da alles auf die Beine stellen. Wir durften da auch schon zweimal spielen. Das war für uns auch nochmal eine Erfahrung, weil da halt alles auch sehr professionell abgeht. Also Gruß an die ganze Crew, die das da organisieren. Das ist schon top. Ja, und ansonsten, ja, Heilbronn finde ich schön. Vom Stadtbild auch her so. Ich mag dieses Shabby-Schick so ein bisschen. Das ist halt eine Stadt. Lass mich rein. Weiter. Deine Muskeln darf jeder und überall sehen. Du feierst gern hart mit Koks und Nut. Noch heute darfst du nur an der Tür stehen. Nein, diese Abende sind wir dran. Sehen den Türmann und er stiert uns an. Meine Freunde kommen rein, werden gleich dicht. Zu mir sagt der Türmann, du nicht. Lass mich rein, lass mich rein. Ich will auf der Party sein. Meine Freunde sind schon drin und saufen mit der Kellnerin. Lass mich rein, lass mich rein. Ich will auf der Party sein. Meine Freunde sind schon drin. Ich komm mit der Fresse gegen seinen Schlagring. Kannst du noch angeln gehen? Große, kleine, dünne, dicke Fische, die bei der Schlange stehen. Hier kannst du sagen, ja, dann verpiss dich oder einfach nur dumm aussehen. Deine Macht ist deren Hoffnung, du wirst geil, wenn die Leute flehen. Lass mich rein, ich will auf der Party sein. Meine Freunde sind schon drin und saufen mit der Kellnerin. Lass mich rein, ich will auf der Party sein. Meine Freunde sind schon drin. Ich doch mit der Fresse gegen seinen Schlagring. Mein kleiner Bruder und ich denke, er wird gleich hier sein. Vielleicht hast du Lachen, vielleicht auch Weinen. Auf jeden Fall weiß ich, wir kommen rein. Lass uns rein, wir wollen auf der Party sein. Unsere Freunde sind schon drin und saufen mit der Kellnerin. Lass uns rein, wir wollen auf der Party sein. Unsere Freunde sind schon drin und bis auf gleich 10.000 Kurze mit der Kellnerin. Ja, tatsächlich, das Angebot an Subkultur ist eigentlich relativ groß. Also es gibt viele Leute, die hier viele tolle Sachen machen, egal ob jetzt im Rockbereich oder im Hip-Hop-Bereich oder im elektronischen Bereich, gibt hier viele kreative Leute. Leider eben, finde ich, zu wenig Raum, wo man so Subkultur, wo man so kreative Sachen einfach sehen kann und hören kann. Also es gibt hier natürlich die Bar MA23 und ein paar andere Clubs und Bars, die mit viel Herzblut dabei sind und immer wieder Leute zu sich holen und Konzerte machen und DJ-Sets auch zulassen und so. Ja, aber ich finde, da ist es zu wenig da. Also zu wenig Möglichkeit, zu wenig, vielleicht auch zu wenig Förderung irgendwie für Subkultur auch. Das wäre wünschenswert, wenn da mehr gehen würde. Aber ich meine, die Szene ist da,
Es gibt viele Leute, meine, wir sehen es auch bei den Purple Session 74. Wir haben ja da große, große Bandbreite an Musikern und sehr talentierte Leute. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen was aufnehmen tatsächlich, um den Style, den wir gerade jetzt kreiert haben, seit der Daniel dabei ist mit dem Schlagzeug. Der hat auf jeden Fall noch mit seinem Style was ganz Freshes mit reingebracht. Wir haben die Songs noch mal ein bisschen angepasst und so und wurde sehr, sehr tight, haben hart dran gearbeitet und das wollen wir jetzt nicht verlieren, weil Daniel leider jetzt dann auch schon wieder wegzieht aus Heilbronn. Back to Bochum. Naja, auf jeden Fall, das wollen wir jetzt noch recorden so. Und werden dann in Zukunft mit dem neuen Schlagzeuger, den wir auch schon in petto haben, kommt auch ein bisschen aus dem Drum-and-Bass-Bereich, macht da viel in die Richtung live. Und vielleicht wird sich da unsere Musik dann auch in die Richtung nochmal ein bisschen entwickeln, werden wir sehen. Wir haben mal eine EP aufgenommen, genau, die kann man bei uns auf den Konzerten natürlich käuflich erwerben. Da vergessen wir immer darauf hinzuweisen, weil wir immer so aufgeregt sind. Ja, genau. Hey, denkt doch mal an euer Merchandise, das wollte da auch noch loswerden. Also wir haben da noch ein paar Kartons da. Das ist, glaube ich, so ein Dauerbrenner bei jeder Band. Ja, wo kann man uns finden? Auf Facebook kann man uns finden. Le Purple Hammer, genau, auf Insta sind wir, glaube ich, auch noch drauf. Ja, genau. Auf Soundcloud gibt es auch noch ein paar Fetzen von uns. Also es ist alles ein bisschen gestreut. Das werden wir wahrscheinlich dann in Zukunft mal ein bisschen besser organisieren, dass man da mal mit einem Link hinkommt. Is not so.
Also ich wollte erstmal eine Danke sagen an alle Leute, die hier in der Musikszene in Heilbronn tätig sind. Also das war für mich eine gute Zeit hier. Und ja, Purple Session 74 ist voll geil. Weiter so. Ja, ihr müsst auf jeden Fall jetzt hier mal liken, auf jeden Fall. Dann diese Glocke drücken oder bumsen, wie man sagt. Also, ring the bell. Also mit der Faust da drauf. Glocke machen, aktivieren, abonnieren, alles, dies, das, kommentieren. Wir kommentieren mit euch zurück. Die Purple Session 74, der Pete, der wird das alles kommentieren, was ihr kommentiert. Wird er gegen kommentieren. Kommentar, Kommentar hier, da. Also, seid gespannt. Mehr davon auf Purple Session 74.